Dann machen wir mal eben eine Raumaufteilung. Hier ist dann sowas wie Küche. Haben wir eine Truhe dann. Für das ganze Gelumpe. Dann zieht hier der Rauch da oben zum Fenster, genau. Wobei... Ah, jetzt dreht sich. Genau. Sehr schön. Und hier die Küche. Und kann da die Truhe hin. Crafting Table. Oder habe ich das Crafting Table abgebaut? Crafting Table und... Na gut, Ofen muss ich noch bauen. Okay, ich brauche Oakwood. So, ich nehme erstmal eine Steintreppe, 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 Steintreppe. Ja. So und nicht anders. Kommst du hier rein? Obwohl, eigentlich müsste die nochmal ein Stück weiter nach außen. Ein Stück weiter nach links. Das heißt dann, so. Die Sekunde habe ich gerade den Stein hingesetzt, damit er sich nicht auf die Schnauze legt. So, weil jetzt kommt man besser hier hoch. Okay, dann muss ich mal eben Oakwood sammeln. Habe ich hier irgendwo noch was? Noch ein bisschen Cobblestone. Nee. Jupp. Nein. Och. Heute stellt mich Minecraft ziemlich auf die Probe. Okay, dann muss es nur noch ein bisschen schöner eingerichtet werden. Ich bin so doof, ich wollte doch vier Truhen machen.
genau, weil die unter Stufen sind, kann man die auch öffnen. Okay. Dann brauche ich jetzt mal ein paar Bücherregale. Die werden nicht reichen. Ich hoffe mal, dass die 8 jetzt irgendwie reichen werden. Ich bezweifle auch das ziemlich stark. Ja. Jawohl, machen wir mal so. Okay, es wird weiter dekoriert, sobald es Teppiche gibt. Wie spät haben wir es denn noch? Eine Viertelstunde. Okay. Dann nutze ich mal die Zeit. Um diese Truhe hier auszusortieren. Die Truhe wird dort stehen bleiben. Das ist nicht die Frage. Werkzeuge. Komm mal hier hinten rein. Einfach mal so der Übersicht halber. Weil wir haben ja keine Inventory-Tweaks. Das heißt, wir schmeißen gerade einfach nur irgendwo in Truhen rein und haben einfach gar keinen Überblick mehr, was wo drin ist. Deswegen will ich jetzt mal dafür sorgen, dass wir Überblick bekommen. Damit wir es ein bisschen sortiert haben. Das wird jetzt halt ein bisschen Rumrennerei. Weil ich nicht alle Truhen dort oben drin habe, sondern zum Beispiel die Holztruhe hier unten drin habe. Deswegen lege ich auch erstmal alles ab. Damit wir dann wieder aufnehmen können, was wir auch wirklich brauchen. Dann sieht schon aus. Okay, ich hole mir gleich mal eine neue Ladung. Zum Beispiel eine Schere. Das ist die Schere, die ich noch von zu Hause mitgenommen habe. Okay. Auf ein neues. Erstmal wieder hoch. Hier kann man dann zum Beispiel gefärbte Wolle reinmachen. Der Ofen. Kommt dann hier hin. So. Cobblestone. Ein bisschen traurig, aber ey. Lapis Lazuli. Der Rare Loot kommt mal hier rein. Schallis und sowas. Dann nehme ich das wieder auf. Fackeln kommen wir eben zu Werkzeug. Genauso wie die Schere. Minecart. Minecart. Eimer und Kompass. Das ist jetzt einfach mal Werkzeug. Power Trails. Komm mal hier oben rein.
So mein Clay. Zack, 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 zack. Noch mehr Fackeln. Seht ihr, ich hatte sogar noch Fackeln über. Rotten Flash kommt hier raus. Und als nächstes wird wieder hier unten einsortiert. Und zwar das hier. Und das hier. Dann Raw Chicken. Erst legen wir mal nach links. Pilze. Blumen kommen hier rein. Zuckerrohr. Kakteen. Weins. Noch mehr Zuckerrohr. Ich wusste schon gar nicht mehr, dass ich so viel Zuckerrohr habe. So, ich sieh's, komm mal hier rüber. Und hier die braunen Pilze. Dann kann ich die Bücher zum Beispiel direkt wieder hier reinlegen. Habe ich meinen Helm noch? Ja. Brauche noch Schuhe übrigens. Und dann Sandstein. Sand. So, das ganze Cobblestone-Gedöns kommt da oben rein, Stein-Ziegel-Gedöns kommt hier unten rein. So, schon mal geordneter. Werkzeug nehme ich jetzt mal wieder alles mit. Das kommt alles unten hin. Dann nochmal eben ein paar Schuhe craften. Nehmen die eigentlich Schaden, wenn ich stürze? Nee, gut. Jetzt, dass mir auf einmal der Helm wegfliegt, nur weil ich mir wehgetan habe. Mit rein. Ach, eine Holzstufe und Holzstufe. So, mein Nachtkästchen. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Spitzhacke, Axt, Hacke, Lore, Lore, Schere, dann Bretter, Zäune, der Tür. So. Leitern. Dann wieder Saplings. So, und jetzt kann ich mich hier mal wieder ausrüsten. Dort zum Beispiel mal wieder ein Schwert. Dann nehme ich mir hier die Sticks raus. Crafte mir ein Schwert. Kann mir eigentlich gleich noch ein zweites oben drauf craften. So, dann sind die Fackeln hier richtig. Dann die Schaufeln, die Spitzhacken, die Axt, dann die Dierspitzhacke ins Inventar. So. Jetzt ist wieder alles schön sortiert.
So, geht es mit dem Haus auch einigermaßen? Ja. Es ist jetzt keine Meisterleistung. Aber gut. Belassen wir es dabei. Okay, mein nächstes Projekt wäre dann langsam mal die U-Bahn zu versenken. Also den kompletten Zugteil hier unter die Erde zu verlegen. Das wäre mein nächstes größeres Projekt. Jetzt habe ich aber noch eine Sache. Achso. Game Mode 1. Na, Mutti. Die verzaubert zu mir. Die haben das nicht gesehen. Danke, sie gibt mir für Papiersmaragde. Das war das, was ich jetzt machen wollte. Ich war ein bisschen ungeduldig, bis ich jetzt endlich Dorfbewohner finde, die mir Smaragde geben. So. Lass nicht meinen Hühnerstall offen stehen. Gut, dann ja, versuche ich jetzt mal nicht die letzten 4 Minuten voll zu trödeln, sondern sage einfach an der Stelle schon Tschüss. Ich bedanke mich mal bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.